alles übertreiben. Auch den Irrsinn. Aber mir kann ja nichts passieren. Ich habe ja meinen Schein. Das ist ja gerade das Gefährliche. Damit können Sie dich einsperren. Ja, in eine geschlossene Anstalt. Herr Winzig, Sie werden abgeholt. Was? Wer? Ein Bulle von einem Kerl mit einem großen schwarzen Auto. Da haben wir es. Behalte jetzt bloß die Nerven. Ja. Ruhe, ja. Nur kein Tobsuchtanfall. Ich hol dich bestimmt wieder raus. Holt Helga. Im Bad. Sag ihr vorerst nichts davon, ja? Soll ich nicht lieber mitkommen? Nein, lieber nicht, danke. Ich gehe allein. Hat er etwas? Was hat er denn? Er kommt in eine Anstalt. Nein. In eine Gummizelle, hä? Also, da hätte es bei mir besser haben gekonnt. Guten Tag. Entschuldigen Sie bitte, können Sie mir sagen, wie viel ich ungefähr bekomme? Tut mir leid, mit den Gehältern der Hohen Herren kenne ich mich nicht aus. Ja, bringen Sie mich denn nicht in die Klapsmühle? Na ja, wenn Sie das Finanzministerium so nennen wollen. Bitte. Vielen Dank. Bitte, Herr Oberregierungsrat. Bitte, Herr Oberregierungsrat. Mein Name ist übrigens Grauvogel, Fräulein Grauvogel. Ja, das macht ja nichts. Bitte nehmen Sie Platz. Nein, nicht hier, dort. Bitte, Herr Oberregierungsrat. Was soll denn das? Die Morgenlektüre. Zeitungen, Kreuzworträtsel, ein paar Kriminalromane. Da! Staatssekretär Gehorfein. Aber das ist ja Willi. Na, haben Sie denn das nicht gewusst? Na, keine Ahnung. Da habe ich gerade Helga nach Hause gebracht. Das ist wohl das Schätzchen aus der Kantine. Unsinn. Helga ist die Nichte von Willi. Völlig harmlos, wirklich. Und nicht halb so nett wie Sie. Soll das vielleicht eine Liebeserklärung sein? Eine Steuererklärung war es nicht. Aber ich kann es ja noch deutlicher sagen. Felix. Inspektor Klein, was ist denn? Willi! Herr Winzig? Von wo sprichst du? Wo? Aus meinem Zimmer. Du hast also wenigstens ein Einzelzimmer. Und was für eins? Ist noch ein bisschen ungewohnt, aber ich werde mich schon einleben. Sind die Leute nett zu dir? Bis jetzt hat man sich noch nicht viel um mich gekümmert. Bloß so ein grauer Vogel taucht manchmal plötzlich auf. Grauer Vogel? Willi, mach jetzt keine Witze. Wir wollen dich doch zurückholen. Ja, aber warum denn? Mir gefällt es ja sehr gut. So. Ja, wann ist denn Besuchszeit bei dir? Zu mir kannst du immer kommen. Ich bin ja Oberregierungsrat. Er denkt, er wäre Oberregierungsrat. Willi, erzähl das bloß keinem. Ja, wieso? Das steht doch an meiner Tür. Wo? Im Finanzministerium. Armer Willi. Jetzt ist er wirklich übergeschnappt. Bitte, Herr Oberregierungsrat. Sehr. Nanu, was ist denn das? Eine Anweisung. 100.000 Mark für das Tierpsychologische Institut Dr. Kubin. Aha, also hat es doch endlich geklappt. Soll ich das zur Kasse geben? Nein, danke. Damit will ich die Dame selbst überraschen. Ja. Ein kleiner Scheck in der Morgenstunde. Hat Gold im Mund. Ja, Sie sagen ja. Es. Ja, und dann möchte Sie noch Herr Regierungsrat Motzmann sprechen. Bedauere. Sprechstunde jeden Mittwoch und Freitag. Und was haben wir heute? Mittwoch. Aber nicht Freitag. Herr Winzig möchte Sie sprechen. Dankeschön. Nun, Herr Winzig, was verschafft mir das Vergnügen? Guten Tag. Ich wollte mich sehr entschuldigen, für hatte ich wehgetan, nicht? Ich wollte mich auch sehr bedanken, ja? Ja. Ich weiß nicht, ob, nehmen Sie doch Platz. Danke. Ob ich Ihnen mit Ihrer Beförderung einen großen Gefallen getan habe. Sie werden sehr schwer haben mit meinem Nachfolger, dieser Finz, ja, bitte. Danke. Der sitzt mit beiden Backen auf dem Startsäckel. Ja, der eine hat es eben mehr im Kopf und der andere mehr im Gegenteil, ja. Erst heute früh habe ich ihn um Geld
mich für eine Hilfsaktion gebeten. Er hat's rundweg abgelehnt, dieser Hamme. Ja, um was handelt es sich denn? Na, wie ein Kinderdorf. Durch eine Überschwemmung ist ein Hang ins Rutschen gekommen. Die Häuser haben schon Sprünge und drohen einzustürzen. Ja, und die Kinder? Na, sind evakuiert bei den umliegenden Bauern. Da muss man doch was tun für diese Kinder da. Ja, natürlich. Sagen Sie das dem Dr. Finz. Ah, für sowas ist kein Geld da. Für alles mögliche Geld da, aber für Kinder nein. Das ist eine Schande. Die kleinen Würmer. Den Kindern muss geholfen werden. Ich muss das Geld beschaffen, egal wie. Na ja, das ist ja nicht Ihre Sorge. Leben Sie wohl. Ja, auf Wiedersehen. Ein Moment. Ich habe hier einen Dispositionsfonds. Den verwalte ich. Habe ich noch nie was davon gehört. Ja, ich auch nicht. Der ist neu. Wenn Ihnen im Moment mit 100.000 vielleicht gedient wäre. Wie bitte? Mit 100? Ja, Sie sind ja mein rettender Engel. Ja, wann kriege ich das Geld? Das sofort. Sie brauchen nur an die Finanzkasse zu gehen und Sie bekommen das Geld. Darf ich mal telefonieren? Ja, bitte, so oft. Ja, das ist ja nicht möglich. Entschuldigen Sie bitte, ist hier irgendwo ein Telefon? Hier bitte. Ach so, das muss ja gefeiert werden. Kommen Sie heute Abend, ja? Bringen Sie alle Ihre Freunde mit. Ja, danke, gern. Großartige Idee, Papst. Und vergessen Sie Helga nicht. Helga? Wieso Helga? Helga. Ah, ja, ja. Ja, ist dort die Finanzkasse? Ja, von Peglau. Hier Oberregierungsrat Winzig. Gleich kommt der ehemalige Staatssekretär Kuhländer zu Ihnen und holt Geld. In bar. 100.000. Haben Sie es da, ja? Ja, bitte, ich habe noch eine Bitte. Geben Sie ihm alles möglichst kleine Scheine, ja? Und bunte. Es ist nämlich für Kinder. Nanu, wo ist denn dieser Herr Winzig? Ja, das wüssten wir selber gerne. Ach, dieser Schuft. Er hat mein Geld unterschlagen und ist einfach abgehauen. Ach, Sie sind Fräulein Dr. Kubin. Ja, das bin ich. Finz. Ja, also beruhigen Sie sich. Er kann ja nicht weit kommen. Bitte? Oh, Verzeihung. Halt, Herr Winzig, hier geblieben. Dieser Gauner. Und mit Perücke bleiben Sie schön hier. Wo haben Sie mein Geld? Was für ein Geld? Ich kenne Sie ja gar nicht. Herr Winzig, Sie haben die längste Zeit verrückt gespielt. Jetzt ist es aus. Sie bleiben hier, bis die Polizei kommt. Was wollen Sie von mir? Ich bin nur gekommen, ich will meinen Bruder besuchen, den Willi. Ha, na, die Masche kennt man ja. Willi, endlich! Otto, alter Junge, endlich sieht man sich mal wieder. Das ist mein Bruder Otto, er macht in Antiquitäten. Wo ist mein Scheck? Wo ist Helga? Wo waren Sie so lange? Immer langsam, einer nach dem anderen, nicht? Otto, darf ich dir was bestellen? Danke. Dieser Herr hat schon etwas für mich bestellt, die Polizei. Ich muss mich wirklich bei Ihnen entschuldigen. Ja, schon gut. Konntest du mit einem anderen Gesicht auf die Welt kommen? Wieso ich? Ich bin ja schließlich 7 Minuten älter als du. Was haben Sie mit meinem Geld gemacht? Das war so. Das sind nämlich Kinder. Ach, Sie Schwindler, Sie Betrüger! Würden Sie mich bitte mit Herrn Willi Winzig allein lassen? Gern. Bitte. Ja, bitteschön, ja. Bis später, Otto, ja? Herr Winzig, wo ist der Scheck? Herr Staatssekretär, lieben Sie Kinder? Ja, was soll das? Natürlich, jeder gute Mensch liebt Kinder. Wie Sie das gesagt haben, natürlich, jeder gute Mensch liebt Kinder. Ja, reden Sie nicht drum rum, ich möchte wissen, wo das Geld geblieben ist. Ja, da ist ein Kinderdorf und einige Häuser haben Sprünge bekommen. Und die können ja keine großen Sprünge machen, das sind ja alles nur kleine Kinder. Und deswegen bringt Herr Kuhländer nun das Geld. Was denn? Sie haben das Geld von Fräulein Dr. Kubin an Herrn Kuhländer gegeben? Ja, nur Kinder sind doch wichtiger als Tiere, nicht wahr? Was fällt Ihnen ein, öffentliche Mittel des Staates einfach umzudisponieren? Und ich muss den Kopf dafür hinhalten. Naja, ich werde Ihnen ein Disziplinarverfahren an den Hals hängen, das Ihnen Hören und Sehen vergeht. Na, packen Sie Ihren Kram zusammen. Oberregierungsrat sind Sie die längste Zeit gewesen. Aber das war doch nur ein Tag. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, dass ich wieder zu meinen Rindviechern zurückgehe. Denn die sind mir lieber als die Finanzen. Die vermehren sich von selbst. Vorsicht. Ach du mein lieber Mon Dieu. Entschuldigung. Was ist denn? Kommen Sie. Meine Damen und Herren, ich habe hier einen lieben Gast, Frau Stirnimar. Grüezi wohl, Frau Stirnimar, ein später Gast, wie wundervoll. Ich gestehe, Frau Stirnimar, auf späte Mädchen bin ich doll. Aufgepasst, Frau Stirnimar, der Herr, das ist ein hohes Tier. Sie verdrehen das Hirn ihm ja, er fliegt auf Sie wie ein wilder Stier. Grüezi wohl, Frau Stirnimar, mit Ihnen hätte ich Spaß gehabt. Doch,
Zum Glück, Frau Stirnemar, hab ich den Jungen weggeschnappt. Die gestatten winzig zwei, das Zwillingsei vom Willi da. Sieh, der Mann ist auch noch frei. Wie wäre denn das, Frau Stirnemar? Ahnen Sie, Frau Stirnemar, wie wunderbar die Liebe schmeckt. Als ich den so stürmisch sah, da hab auch ich mein Herz entdeckt. Alles ist in mir erwacht, ich blühte wie ein Rosenbeet. Ach, ich hätte nie gedacht, dass alles in die Hosen geht. Grüezi wohl, Frau Stirnemar, nehmen Sie doch bitte Platz.